das wohl mit krasseste von Level 9999. Ihr werdet sehen, Leute. Wir können einfach durch die Map fliegen. Ihr seht es, Leute. Ich kann mich hier einfach übelst hochboosten. Oh mein Gott. Sind einfach so riesig, Leute. Gönnt euch das mal. Yo, Leute, was geht ab? Und damit willkommen zurück zu diesem erneuten StumbleGuys-Video. Und heute zeige ich euch einfach mal den Unterschied zwischen einem StumbleGuys-Level-1-Spieler und einem Level-9999-Spieler. Das wird so krass, Leute. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf das Video. Ihr habt schon ein bisschen vielleicht im Pre-Intro gesehen, was heute so abgehen wird. Ich zeige euch nämlich von Level zu Level diese ganzen Unterschiede. Da gibt es so krasse Sachen, die wir heute machen können. Ihr habt keine Ahnung, Leute. Wenn ihr Bock auf das Video habt, lasst hier 8000 Likes da, Leute. Und wenn ihr neu seid, abonniert diesen Kanal. Wir sind auf den Road zu den 400.000 Abonnenten. Deswegen lasst ein Abo da. Und ansonsten, ich würde nicht so lange labern. Wir gehen rein ins Video, Leute. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt hier bei Level 1 und ihr seht, Level 1 ist nichts Besonderes. Wir haben kein Skin. Ihr seht, wir haben hier auch keinen Battle Pass, Leute. Ihr seht, wir haben keine Trophäen und keine Kronen. Wir haben auch nicht mal Champs, Leute. Wir haben einfach null Stumble Tokens. Wir haben nicht mal einen richtigen Namen. Wir heißen einfach immer noch Player02 bla bla bla. Und ihr seht, Leute, wir haben hier auch keine Skins. Wir haben hier keine besonderen Emotes. Wir haben keine Animation. Wir haben hier wirklich nichts freigeschalten, Leute. Also quasi das, wenn ihr das Spiel neu installiert, so startet ihr quasi rein, Leute. So, ihr seht jetzt auch hier in der Runde, Leute, wir sind jetzt hier halt einfache No-Skin, Leute. Wir haben hier keine Emotes. Wir sind auch nicht gut, Leute. Wir laufen halt ganz normal und versuchen uns einfach zu qualifizieren, dass wir halt hier irgendwie hoch ins Ziel kommen, Leute. Ihr seht es. Wir laufen jetzt hier. Ich sehe auch gerade, hier haben schon noch einige diesen Skin. Der ist ja heute kostenlos erschienen hier. Dieser Automaten-Skin. Aber nicht mal den haben wir, Leute. Weil wir sind Level 1. Wir können gar nichts. Wir können keine Tricks. Wir springen hier einfach und versuchen irgendwie ins Ziel zu kommen. Wir werden hier einfach weggehauen von so einer komischen Kugel, Leute. Ich hoffe, wir schaffen es uns jetzt hier zu qualifizieren. Ihr seht, Leute. Wir schaffen es auch nicht mal, uns hier zu qualifizieren. So kacke sind wir einfach mit Level 1. Also wir haben hier gar nichts gerissen, Alter. Also ich denke, man hat gesehen, Leute, Level 1 ist wirklich nichts Besonderes. Deswegen kommen wir jetzt schon zu Level 2, Leute. Und zwar hat Level 2 nämlich als erstes schon mal einen richtigen Namen. So, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir schon mal einen Namen, Leute. Jetzt heißen wir schon mal Lumex. Und einen Skin brauchen wir natürlich auch noch. Also ihr seht, Leute, wir haben jetzt hier auch nicht viele, aber ein paar Skins. Also hier schon mal wenigstens kein No-Skin mehr. Das heißt, wir können uns jetzt hier schon mal so einen richtigen Skin auswählen, sage ich mal. Ich würde sagen, wir wählen mal hier diesen Indiana Jones aus. Ich finde ihn mega cool. So, ihr seht, wir sind jetzt hier als Level 2 Spieler in einer Runde. Und ihr seht jetzt hier, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Namen. Wir heißen Lumex. Wir haben natürlich auch hier einen richtigen Skin jetzt, Leute. Und wir sind schon ein bisschen besser. Wir kennen hier schon ein paar Tricks und so. Also, es ist noch nicht so krass, Leute. Aber Level 2 ist auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Frühsprung. Im Gegensatz zu Level 1. Aber Leute, glaubt mir, bei Level 9999, was da kommen wird, Leute, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Aber wir schaffen es auch hier easy, ins Ziel zu kommen, hier als Level 2 Spieler direkt. Wir machen auch hier direkt schon mal so ein Emote, so ein Chichi. Das können wir auch easy rausholen hier als Level 2 Spieler. Das ist gar kein Problem. Und dann können wir auch easy rein ins Ziel, Leute. Das ist gar kein Ding. Ihr seht, wir sind ja auf der Map Bot Dash. Und ich hoffe mal, dass wir es hier vielleicht hinkriegen. Und oh Gott, oh nein, das war echt schon wieder knapp hier. Wir müssen hier ein bisschen schauen, Leute. Auch ein bisschen springen auf jeden Fall. Dass wir es vielleicht schaffen, Sieg zu holen. Vielleicht geht es ja schon. Aber ja, ihr seht, Leute, wir sind rausgeflogen. Also scheint Level 2 ist anscheinend doch noch nicht so OP. Also einen Sieg haben wir leider noch nicht geholt, Leute. Also ihr seht, auch Level 2 ist jetzt noch nicht so krass. Deswegen würde ich sagen, Leute, kommen wir jetzt zu Level 3. Und glaubt mir, Level 3 ist schon wirklich im Gegensatz ein krasses Upgrade. Und zwar hat Level 3 nämlich jetzt schon, ihr seht schon, ein paar Stumble Tokens mehr, Leute. Wir haben auch einen Battle Pass. Und jetzt kommt das Krasseste, Leute. Wir haben einige mehr Skins. Und das wirklich Krasseste von allen, Leute. Wir haben einen Special Skin, Leute. Das ist das Erste. Und wir haben hier auch Special Emotes, Leute. Also das ist schon mal wirklich ein sehr, sehr krasses Upgrade. Meiner Meinung nach. Natürlich haben wir auch hier ein paar mehr Cosmetics. Heißt hier ein paar Emotes, ein paar Fußabdrücke. Also hier ist schon wirklich, ja, ich würde mal sagen, um einiges mehr drin, Leute. Und ihr seht, wenn wir jetzt in eine Runde reingehen, seht ihr, sind wir auch hier um einiges krasser jetzt, weil wir haben jetzt hier einfach einen Special Skin am Start, Leute. Und wir haben hier auch Special Emotes. Also ihr seht es, wir können ja einfach Leute über den Haufen sliden. Das ist wirklich krass.
Und ihr seht auch, wir können hier einfach durchjumpen. Das ist geisteskrank, Leute. Also, wir sind hier auf jeden Fall auch schon um einiges besser. Also, ihr seht, wir sliden hier einfach easy peasy rein ins Ziel, Leute, ohne Problemas. Ihr seht, wir haben uns einfach easy qualified. So, wir sind jetzt hier mit Level 3 im Finale Block Dash, Leute. Und jetzt müssen wir es hinbekommen. Also, mit Level 3 müssen wir es jetzt hier schon schaffen, einen Sieg zu holen. Ich sage euch das ganz ehrlich, Leute. Ihr seht, wir sind hier gut dabei. Und, Leute, es ist gerade mal Level 3. Ich glaube, ihr wollt nicht wissen, was dann so bei Level 8, 9 und Level 9999 passieren wird. Das wird nochmal so ein geisteskranker Unterschied. Aber ihr seht hier, Level 3 ist schon ganz okay, Leute. Also ich würde sagen, der größte Sprung war ja jetzt schon eigentlich Level 3 bisher, weil wir haben ja hier ein Special Skin, jetzt Special Emotes und Hauptsache, wir holen uns jetzt hier langsam mal einen Sieg hier. Geht mal weg hier, Jens Jungs, hier, ja? Jetzt kommt sie schon langsam drauf an, wer jetzt hier der bessere Spieler ist. Ich sag euch das, das ist wirklich so. Und der bemüht sich hier gegen mich zu gewinnen, aber glaub mir, ich glaube, der ist so Level 2, Leute. Wir sind gerade so, wir sind so Level 3 und es ist, glaube ich, so ein Level... Wobei, der hat Kick-Emote. Ja, der, ich würde auch so sagen, er ist Level 3 vielleicht. Nicht ganz, weil er hat kein Special Skin. Und das war der Fall... Ja! Ich habe noch in der Luft mich hochgepustet. Egal, Leute. Wir haben gewonnen. Ihr seht, mit Level 3 ist ein Win relativ easy. Haben wir also ganz spannend hinbekommen. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Level 4, Leute. Das wird richtig krass. Und zwar, Leute, wir sind jetzt Level 4. Und ihr seht, wir haben jetzt einfach einen roten Namen, Leute. Ja, ihr seht richtig einen roten Namen. Wir gehen auch jetzt mal in-game und schauen uns das Ganze mal in-game schnell an. So, ihr seht, wir sind jetzt in-game und wir haben hier wirklich einen richtigen roten Namen, Leute. Wir sind jetzt hier in-game. Jeder kann das sehen. Das ist nicht nur bei mir so, das sehen auch die anderen Spieler auf jeden Fall. Und ihr seht, die haben auch alle hier diese, ihr seht auch, dass das richtige Spieler sind, weil ihr seht, die haben hier alle diesen, ja, diesen Skin, weil der halt heute gratis im Shop ist, Leute. Aber ihr seht, die haben halt wirklich alle auch ganz normale Namen, aber wir haben ja einfach einen roten Namen am Start, Leute. Das ist einfach richtig krass. Ihr seht's, Leute, einfach einen roten Namen, einfach Lumex heißen wir. Also ich finde, das ist schon mal eine krasse Steigerung, Leute. Aber ansonsten hat sich nicht viel mehr verändert, weshalb ich sagen würde, Leute, ich gehe jetzt hier noch ins Ziel rein und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zu Level 5, Leute. So, Leute, wir sind jetzt Level 5. Und was Level 5 drauf hat, zeige ich euch jetzt. Wir haben schon mal jetzt hier einen neuen Special Skin am Start, also den Inferno Dragon. Das ist aber nicht der Hauptgrund oder die Hauptfähigkeit von Level 5, sondern für Level 5 müssen wir mal schon in eine Runde reingehen, Leute. So, Leute, wir sind jetzt in der Runde angekommen. Wir sind hier auf Teil voll und ihr seht, Leute, mit Level 5 haben wir einfach so eine Special Sicht in Teil voll, dass wir hier einfach sehen, wo wir langlaufen können. Ihr kennt kennt es ja selbst von den ein oder anderen Pranks, die ich schon gemacht habe, mit dem Pirater-Account. Und ja, ihr seht, wir können jetzt hier mit Level 5, haben wir jetzt mittlerweile Special Emotes, einen Special Skin, einen roten Namen und wir können hier einfach, ja, jedes Feld freimachen, Leute. Also ihr seht, wir laufen hier einfach wirklich ganz normal lang. Und zum Beweis, Leute, dass das Ganze auch legit ist und möglich funktioniert, bin ich hier nebenbei nochmal mit meinem Handy-Account drin. Also ihr seht es jetzt gerade, Leute, ich bin jetzt hier gerade, ja, mit dem Handy drin. Und ihr seht, der Weg ist wirklich frei. Und ihr seht auch hinten, wenn ich jetzt hier springe, also das ist wirklich halt hier in der Runde. Man sieht es auch quasi halt hier wirklich in der Runde, dass hier wirklich alles frei ist und es wirklich funktioniert. Also Level 5, das ist auf jeden Fall auch ein nices Feature. Aber es gibt noch ein zweites Feature mit Level 5. Und zwar sind wir jetzt hier nochmal auf der Map Space Race und das kennen vielleicht die einen oder anderen auch schon. Und zwar, ihr seht es vielleicht gerade schon hier hinten ein bisschen im Hintergrund, der ist jetzt so ein roter Strich, Leute. Die ein oder andere vermuten vielleicht schon, was der rote Strich da hinten auf sich hat. Wie gesagt, ich habe damit auch die ein oder anderen Pranks auf jeden Fall gemacht. Und zwar seht ihr jetzt, Leute, wenn ich jetzt hier durchlaufe und jetzt quasi, ja, in die Röhre reingehe, wo der rote Balken oder der rote Strich da ist. Da ist jetzt auch das Ziel, Leute. Ihr seht es. Wir haben uns hier quasi qualifiziert. So, das ist ein relativ nices Feature von Level 5. Aber Level 5 war gerade mal die Hälfte, Leute. Glaubt mir, jetzt geht's erst richtig los. Denn wir sind jetzt offiziell Level 6, Leute. Und Level 6 hat auch schon mal ein wirklich ultra nices Feature, Leute. Wir sind jetzt mit Level 6 in der Runde. Und ihr seht schon, Leute, mit Level 6... Schaut mal, Leute, wir können einfach richtig hoch springen und richtig weit springen, Leute. Das ist so ein krasses Upgrade. Gönnt euch das mal, Leute, wie hoch wir einfach springen können und wie weit vor allem. Wir können ja einfach ganz entspannt durch das Level hier durchjumpen. Ihr seht, Leute, das ist gar kein Problem. Wir jumpen hier einfach durch das Level durch.
Wenn so ein bisschen rumdrollen, ein bisschen sagen, hey, was geht, Leute? Ich kann hier ein bisschen beobachten und so schauen. Guck mal, manche Leute sind ja noch am Anfang da hinten, während wir hier einfach schon rumjumpen über die ganze Map, Leute. Ihr seht, wir können ja einfach so hoch springen. Wir können sogar auf so einen richtig weiten Hechsprung machen. Ihr seht, Leute, da können wir hier über die halbe Map können wir hier einfach springen, Leute. Das ist ein ultra nices Feature von Level 6. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Ziel jetzt hier rein, Leute. Also, ihr habt gesehen, Leute, Level 6 hat es schon in sich, Leute. Aber glaubt mir, Level 7 wird jetzt nochmal ein Stück krasser, Leute. Und boom, Leute, wir sind jetzt Level 7 und ihr seht, es hat sich auf den ersten Blick nicht so viel verändert. Wir haben hier schon mal den Anubis-Skin und den kann man ja eigentlich bisher noch gar nicht bekommen. Das ist das Erste, Leute. Aber das Zweite und das Krasseste von allem bei Level 7 wird euch gleich in der Runde auffallen. So, wir sind jetzt mit Level 7 in einer Runde angekommen und ihr seht, Leute, wir sind einfach mal viel, viel größer als alle anderen mit dem Anubis-Skin, den noch niemand bekommen kann. Also, ihr seht, wir sind einfach viel, viel größer als alle anderen Spieler, Leute. Ich würde sagen, Level 7 hat es da auf jeden Fall in sich. Guckt euch das an, Leute. Das ist geisteskrank. Ihr seht hier mit Level 7 Anubis-Skin, Leute, wie nice es ausschaut. Also, erstens, wir sind viel, viel größer als alle anderen. Und zweitens haben wir einfach einen Skin, den man eigentlich noch gar nicht bekommen kann. Wir rennen jetzt hier einmal mal auf chillig ins Ziel rein, Leute. Anubis-Skin, wie das ausschaut, Leute. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt bei Level 8 angekommen. Und ihr seht schon, wir haben jetzt nochmal einen anderen Skin. Den kann man aktuell eigentlich auch noch nicht bekommen. Aber das eigentlich noch krassere zu Level 7 seht ihr jetzt gleich in der Runde, Leute. Ich bin ultra gespannt. Let's go. So, wir sind jetzt hier in der Runde angekommen. Und ihr seht schon, wir sind einfach nochmal viel, viel größer als schon gerade eben in der Runde. Okay, einer backt hier ja gerade voll rum, Alter. Ihr seht, wir können einfach noch viel höher als gerade eben schon springen und auch viel weiter. Ihr seht, wir können hier einfach, gucken, wie weit wir hier springen können, Leute. Wir können einfach so extrem weit springen. Gönnt euch das mal und zack, guck mal, wir können über die halbe Map springen, Leute. Das ist so krass. Gönnt euch das, wie weit wir hier springen können. Und das mit so einem großen Skin. Ich stelle mich hier jetzt mal neben dem Jauskin, der ist gerade AFK. Wir sind einfach eins, stimmt, locker viermal so groß wie der. Das ist so, guck mal diesen Unterschied, Leute, wie krass das ausschaut. Guck mal, im Vergleich, wie groß wir sind und wie hoch wir springen können. Das ist wirklich geisteskrank, Leute. Also, ja, ihr seht, Leute, Level 8 hat es da auf jeden Fall schon in sich. Wir können ultra weit springen hier. Also, ich habe mich jetzt nicht qualifiziert, weil ich will ja jetzt nicht unfair spielen hier in der Runde, Leute. Aber ihr habt gesehen, ultra krasse Sache auf jeden Fall. So, Leute, jetzt sind wir bei Level 9 angekommen. Das ist jetzt das vorletzte Level vor dem Level 9999. Aber glaubt mir, Level 9 ist auch nochmal ein ganzes Stück krasser, Leute. Es gibt nicht so viel zu zeigen. Mach es einfach, Leute. Wir sehen uns jetzt gleich in der Runde und dann seht ihr, was ich meine. So, wir sind jetzt mit Level 9 angekommen, Leute. Und ihr seht, ja, wir sind wieder ein bisschen geschrumpft. Aber dafür, während die hier alle einfach nach vorne rennen und versuchen, hier mühsam ins Ziel zu kommen, können wir hier einfach fliegen, Leute. Ihr seht das. Wir können einfach durch die Map fliegen. Ihr seht es, Leute. Ich kann mich hier einfach übelst hochboosten. Ihr seht, ich drehe mich jetzt hier so ein bisschen im Kreis und fliege immer höher, immer höher. Und ich kann jetzt hier einfach um die ganze Map drumherum fliegen, Leute. Ihr seht es. Die ersten, die sind gerade mal hier hinten, Leute. Und ich fliege hier einfach um die Map. Ich glaube, Level 9999 wird nochmal ein bisschen krasser. Aber ich glaube, Level 9 hier ist schon mit eins der krassesten Level überhaupt. Also wir können jetzt hier einfach ganz entspannt ins Ziel reinfliegen und sind qualifiziert. Es ist so nice, Leute. Ich würde sagen, das war Level 9. Das heißt, wir kommen nun zu Level 9999, Freunde. Als allererstes, was wir mit diesem Level nun machen können, folgendes. Wir gehen auf unseren Namen und ich kann mir jetzt nicht nur einen roten oder einen grünen oder einen blauen Namen machen. Nein, Leute, ich kann mir einen bunten Namen machen. Dafür gebe ich hier einmal diesen Code ein. Und dann schreibe ich hier dahinter Lumex, gehe auf Ändern und ihr seht es, Leute, jetzt habe ich einfach einen lilanen Namen, Leute.
Aber wenn ich sage, lila gefällt mir nicht, kann ich mir auch zum Beispiel einen gelben Namen machen, Leute. Boom, Leute, schon ist mein Name gelb. Das kann ich mit jeder Farbe machen. Ich kann mir zum Beispiel meinen Namen auch einfach schwarz machen. Boom, Leute, jetzt haben wir einen schwarzen Namen. Insta-Begeistern, das sieht so verbuggt aus. Gönnt euch das mal. Aber das war noch nicht alles, Freunde. Wir gehen jetzt in eine Runde. Und jetzt zeige ich euch noch das wohl mit krasseste von Level 9999. Ihr werdet sehen, Leute. Wir sind angekommen und ihr seht schon, Leute. Was ist das denn? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Schaut euch an, wie groß wir sind, Leute. Und dann noch ein schwarzer Name einfach. Wie heftig ist das? Schaut euch an, wie groß wir sind. Oh mein Gott. Wir sind einfach so riesig, Leute. Gönnt euch das mal. Das ist so geisteskrank. Was, guck, wir sind einfach so groß. Wir können einfach alles überdrambeln, Leute, wenn wir wollen. Ich habe jetzt meine Kameraperspektive mal wieder ein bisschen näher rangemacht. Jetzt seht ihr mal, wie groß wir eigentlich sind. Das sei ja gerade schon groß, aber nicht so groß. Aber im Vergleich, gönnt euch ja im Vergleich, da kommt gerade ein anderer gerannt. Wir sind einfach 10-mal so groß wie er, Leute. Gönnt euch das mal. Wir können jetzt hier einfach durchfliegen, wie als wäre nichts. Ich meine, ihr kennt es ja bestimmt. Ich habe damals schon lieben Flakes geprankt, Leute. Aber was ist das? Einfach ein schwarzer Name auch. Wir können uns hier einfach ins Ziel reinlaufen, wie als wäre nichts. Ja, Leute, also ich würde sagen, Level 9999 hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Also bunte Namen, wir waren riesig. Also ich würde sagen, Leute, das Level war auf jeden Fall ultra krank. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst hier immer sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.